Jo, meine Leute, dann sind wir jetzt beim Part vom 26.04.23. Meine Wiedergeburt als Schleim. Natürlich, Schleim ist mehr Empfehlung. Ich bin mal gespannt, was es diesmal wieder wird. Metal, Leute, Servus und dann. Synchro-Trailer. Wirklich, wenn du das hier tust, warum? Nee, in einer anderen Welt der Film Feuerrote Bande, also Synchro. Ich weiß immer noch nicht, wer sich auf irgendeinen Scheiß Synchro hypen lässt. Herzliches Willkommen beim Drachen. Sorry für die schlechte Bildqualität gerade, aber. Das ist nicht zu entschuldigen. Du bist ein Scheiß Influencer, willst es zumindest sein. Und du nimmst dir immer raus, wie jeden Einzelnen für jeden Scheißdreck an die Wand zu stellen und selber dann, ja, sorry, das sieht jetzt doof aus, aber lässt sich nicht ändern. Mach es einmal im Leben gescheit. Ist leider nicht anders möglich. Doch ist es. Ich wollte euch nur ein Anime empfehlen, und zwar Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. So heißt der Anime. Und es geht hier um die. Also der Trailer hier ist jetzt, das ist ein Synchro-Trailer von Crunchyroll. Also. Crunchyroll, wieder mal macht er Werbung für das Abo von Crunchyroll. Er möchte einfach so unbedingt, dass er eine Kooperation mit denen kriegt, aber das wird er nicht kriegen. Ich kann nicht so weit rüber, aber das Orange da ist das Symbol von Crunchyroll. Ihr seht über mir die Deutschlandflagge, das heißt, es ist auf Deutsch synchronisiert. Und es geht Scheiße, hierbei genau. um den Trailer zu dem neuen Film von Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Und dieser Anime ist richtig, richtig schön, richtig, richtig cool, macht richtig Laune. Was eine Zusammenfassung. Dieser Anime ist richtig, richtig schön, macht richtig, richtig Laune. Warum denn, Rainer? Was ist denn so besonders daran? Wie wäre es mal für Leute, die es nicht kennen, einfach mal wirklich Werbung machen? Wieso werde ich auf einmal so hell? Ich bin erleuchtet, Leute. Und es Gott. ist so, ihr könnt euch diesen Anime gerne anschauen. Und es geht. Ich kann mir vieles gerne anschauen, wenn ich es möchte und wenn ich die Zeit dafür habe. Da brauche ich deine Erlaubnis nicht für. Bildqualität runter, sorry. Ja, deine Bildqualität ist für den Arsch. Und ihr könnt euch diesen Anime gerne mal anschauen, aber ich würde euch empfehlen, bevor ihr euch den Film, der geht ungefähr 1,5 Stunden, anschaut, schaut euch wirklich in erster Linie wirklich die Serie an. Film basiert auf, ich denke mal, der zweiten Staffel oder so. Zumindest wüsste ich nicht, dass der Film zwischen der ersten und der zweiten spielt, von daher. Aber guck dir erst den Film an, kein Ding. Verstehst zwar kein Wort, aber gut. Rainer, wie wär's einfach mal, wenn du dann auch mal sagst, was die Reihenfolge ist, wie man sich diesen Mist denn angucken soll? Staffel 1, Staffel 2, Film, Staffel 1, Film, Staffel 2. Wie ist denn das hier? Eine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Das ist ein Isekai-Anime, wie man schon Ja, anhand Schrott des, ne, also. in einer anderen Welt sieht. Es ist aber ein etwas, es ist ein bisschen wie Overlord, es ist ein OP-Anime, das heißt, der Hauptcharakter ist von vornherein extrem stark. Falsch. Nicht von vornherein. Der ist doch erstmal keine Ahnung, wie lange in seiner scheiß Höhle da eingesperrt und absorbiert da alles Mögliche. Am Anfang wird er durch einen Schlag sterben. Wüsste man auch, wenn man sich damit wirklich mal auseinandersetzt. Persönlich stehe auf sowas, das ist genau wie bei Ja, deine Allmachtsfantasien, da stehst du drauf, ist schon klar. Overlord oder auch, warum werde ich plötzlich so hell? Kann die Bitcoin-Seite mal bitte vernünftig funktionieren? Was ist denn das hier gerade? Nennt es Sonne. Genau, es ist quasi ein Anime, in dem der Hauptcharakter ziemlich stark ist, genauso wie zum Beispiel bei eben Overlord oder was natürlich auch ein guter Anime ist, ist zum Beispiel. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Krass. Übrigens, was ein guter Anime ist, ist, geil. Danke für diese Empfehlung, Rainer. Vergesst das. Schneiden ist dir auch noch nicht in den Sinn gekommen, oder? Werde ich euch noch früher oder später erzählen, weil ich will auf den Anime auch noch eingehen. Und ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen, viel Spaß und ich hoffe, ich konnte euch einen guten Anime empfehlen. Die ganze Serie übrigens ist komplett synchronisiert auf Crunchyroll. Ja, für nur 15 € im Monat, die du dafür über hast. Während du alle anderen immer anlügst, du hättest kein Geld mehr. Genau. So, wie man dann jetzt hier mal sehen kann, das geht jetzt hier um die erste Staffel. 8,14, also wirklich ein sehr gutes.
Ergebnis von 800.000 Leuten bewertet. Dann gucken wir doch mal, wo ist denn hier zweite Staffel sogar noch besser bewertet? Wie ist denn die Zusammensetzung jetzt hier? Ja, Parent Story ist die zweite Staffel, der zweite Part der zweiten Staffel, okay, also bedeutet dann also erst die erste Staffel gucken, dann die zweite Staffel gucken, dann den Film gucken. Hier hat man jetzt schon wieder mehr gelernt, als man bei Rainer gelernt hat. Aber ist ja nichts Neues. Dann haben wir hier, wer sich das durchlesen möchte, gerne, tue ich keinen Zwang an, würdet euch damit wahrscheinlich einfach nur spoilern, weil es basiert eben darauf, was nach der zweiten Staffel passiert. Den müssten wir aber noch nicht gesehen. Warum kann man die erste Staffel an sich empfehlen? Es hat damit zu tun, dass es wirklich mal etwas ganz anderes ist von diesem Isekai-Schrott. Eben der Protagonist ist in der realen Welt ein Versager gewesen, was normal ist für Isekai-Schrott. Aber er wurde eben als Schleim wiedergeboren und komplett ohne nennenswerte Fähigkeiten von Anfang an. Und alles, was er quasi dann in seiner Startumgebung lernt, muss er sich eben selber beibringen. Natürlich, nachher ist er maßlos overpowered, so wie immer, aber es hat auch eine große Menge hiermit wirklich zu tun, wie sind die politischen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Nationen, die es auf diesem Kontinent gibt, auf dem er da lebt, und wie kann er dem Konflikt mit bestimmten Parteien aus dem Weg gehen, um eben nicht Gefahr zu laufen, in einen Krieg zu geraten, weil er gehört eben der Monsterfraktion an und die Menschen sind nicht gut, auf die Monster zu sprechen. Und deswegen ist da immer ganz viel politisches Feingefühl für gefragt. Deswegen wundert es mich eigentlich, dass Rainer diesen Anime mag, weil er wird zu hoch für ihn sein. Er wird nicht klarkommen, warum die sich jetzt nicht auf einmal kloppen können, sondern der Protagonist eben darauf aus ist, zu sagen, ich bin um Diplomatie bemüht und ich möchte definitiv verhindern, dass hier großartig Kämpfe auftreten. Klar gibt es den einen oder anderen Kampf, es gibt auch den einen oder anderen Gewaltexzess, aber jetzt, es ist halt absolut nichts, was in Rainers Schema passt.